Hallo und herzlich willkommen zum Kinocheck zu dem Kinofilm Live. Ja, ganz kurz, worum geht's in dem Film? Es geht darum, man sieht die ISS, also die Internationale Raumstation in ferner Zukunft, und sie holen eine Lebensprobe vom Mars rein und wollen die untersuchen. Zuerst ist das ganz harmlos, aber später erweckt diese Probe zum Leben. Und scheint auch ganz intelligent zu sein. Naja, und irgendwie daraus entwickelt sich dann eher ein tödliches, Virus kann man jetzt nicht sagen, also wird eher tödlich die Lebensform. Und man sieht, wie im Prinzip alle nach und nach eher abgeschlachtet werden. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, also dieser Film hat mir so eigentlich überhaupt keinerlei Freude bereitet. Also es war wirklich, ich fand es war einfach grottenlangweilig. Also irgendwie dieses ganze, wie sterben sie, oder es war, ich weiß nicht, also für mich war es langweilig, es war kein toller Film aus meiner Sicht. Dieser Film wurde auch irgendwie oft mit Alien verglichen. Alien kenne ich jetzt so überhaupt noch nicht, dazu bin ich einfach zu jung, um diesen Film zu kennen. Aber auch so muss ich sagen, kenne ich diesen Film oder fand ich diesen Film einfach nicht gut. Er hatte irgendwie, er war zu vorhersehbar. Also ich mag einfach Filme mit Plot-Twists. Und dieser hatte bis auf das Ende, obwohl das am Ende eigentlich auch vorhersehbar war, eigentlich überhaupt keine Plot-Twists drin. Also es war, wie jeder stirbt, das war sowas von vorhersehbar. Und deswegen, also dieser Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Na, das war's auf jeden Fall zum Kinocheck zu Live. Diesen Film würde ich absolut nicht empfehlen. Und, Entschuldigung, ich muss jetzt mal kurz. Kriegt einen Daumen nach. Moment, einen Daumen. Einen Daumen nach unten. Ja, was ihr euch fragt, warum ich so komisch. Ich habe diesmal eine andere Kamera benutzt oder benutze eine neue Kamera und dann muss ich erstmal schauen, wie sich das Ganze so verhält. Also dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.